Sweet People, da sind wir wieder. Der Sweet Spot Podcast ist zurück mit deutschen Episoden. Für alle, die neu dazugekommen sind, mein Name ist Marc Süß. Ich bin Creative Director und Inhaber vom Sweet Spot Studio und ich helfe Marken und kreativen Unternehmerinnen dabei, eine erfolgreiche Marke aufzubauen. Und darum geht es auch hier im Podcast. Mich interessiert, was ist Ihr Sweet Spot? Wie haben Sie den gefunden? Wie war der Weg Ihrer Karriere, Ihres Lebens bis zu dem Punkt, an dem Sie heute sind? Und was haben Sie gelernt, was Sie mit uns teilen wollen? Neben den Interviews gibt es natürlich noch andere Formate wie kurze Kaffeepausen mit Impulsen, mit Inspiration für euch zum Thema Design, Marketing, Storytelling und wir gucken uns verschiedene Formate an. Wir gucken uns Erfolgsgeschichten von Marken, von Design, von Produkten an, aber auch Misserfolge und Fehler, die ihr vermeiden könnt. Für dieses erste Interview nach unserer Produktionspause auf Deutsch habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, einen guten Freund, Professor Dr. Markus S. Kleiner. Er ist Medien- und Kulturwissenschaftler, ist Experte für populäre Medienkultur. Er ist Professor, Autor und Publizist, hat unter anderem das Buch Streamland geschrieben, wo es um die Gefahr von Streaming-Algorithmen für unsere Demokratie geht. Und deswegen will ich mit ihm über die neuesten Algorithmen sprechen, nämlich über künstliche Intelligenz. Das ist ein Teil einer Reihe, die ich machen möchte, wo ich mit verschiedensten Personen zum Thema KI spreche. Es geht hier nicht um Anwendertipps, Trends, die besten Tools, die ihr für KI verwenden könnt, sondern es geht um eine Metaperspektive, um eine strategische Einordnung für alle Kreativen, für alle Unternehmerinnen unter euch, die ja den Blick erweitern wollen, die über anwendungsbezogenes Wissen und Anekdoten hinaus ein bisschen suchen, was bedeutet KI eigentlich für meine Marke, für mein Unternehmen in der Zukunft. Ich werde mit nicht nur Markus als Medienwissenschaftler sprechen, ich werde mit KünstlerInnen sprechen, mit Unternehmern, mit Beratern, mit verschiedensten Bereichen, die auf dieses Feld gucken und es ja eine neue, spannende Perspektive bieten. Deswegen ist das nicht nur was für Fortgeschrittene zum Thema KI, sondern auch für Einsteiger, weil es einfach eine neue strategische Ebene und Blickwinkel auf dieses Thema öffnet. So auch mein Gespräch mit Markus. Ich habe über eine Stunde mit ihm gesprochen. Wir sind in verschiedenste Aspekte eingestiegen. Wie nimmt er künstliche Intelligenz eigentlich als Professor an seiner Hochschule? Zum Beispiel in Berlin war er unterrichtet an verschiedenen Hochschulen. Aber wie ist es bei den Lehrenden, bei den Studierenden eigentlich angekommen dort? Es geht um das Thema Redundanzmaschine, KI, so heißt diese Episode auch. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung, spannende These von Markus. Wenn es gerade um das Thema Disruption geht, um menschliche Intelligenz, menschliche Kreativität im Verhältnis zu KI, ist diese These der Redundanzmaschine extrem interessant, finde ich. Es geht um die Frage der Kontrolle. Es geht um die Frage, ist KI eigentlich eine Droge, die ein Verlangen in uns weckt oder steuert? Und es geht um unsere digitalen Biografien. Ihr seht schon sehr, sehr spannende Themen, wie KI nicht nur die Wissensgesellschaft, sondern die Gesellschaft im Allgemeinen beeinflusst, euch als Unternehmerinnen, Unternehmern eigentlich Impulse geben kann durch dieses Gespräch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich will gar nicht lange vorweg schnacken. Wir tauchen ein ins Interview. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Markus S. Kleiner. Welcome to the sweet side. This is the Sweet Spot Podcast with Marc Süß, investigating entrepreneurship, purpose, and the creative life. Sweet People, wir begrüßen heute Professor Dr. Markus S. Kleiner. Markus, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Das ist ja schon das dritte Mal im Sweet Spot. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, so ist es. Und du bist sozusagen wieder mal der erste Gast diesmal. Ich habe ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, anderthalb Jahre nur englische Podcasts gemacht, um die Zielgruppe außerhalb Deutschlands zu bedienen. Jetzt sind wir zurück auf Deutsch. Und natürlich, wen kann es anderes geben? Du bist der Erste, den ich hier eingeladen habe. Und ja, so ist es. Sweet People, wer verfolgt, was ich so tue mit dem Studio, jenseits des Studios, der weiß, Markus und ich sprechen nicht selten. Wir haben ein gemeinsames Podcast-Format Fugengold. Da schauen wir uns jede Woche Bruchstellen der Gegenwart an, zu Popkultur, zu Medien. Wir haben uns auch schon mal mit dem Thema künstliche Intelligenz, generative AIs auseinandergesetzt. Wir haben mal gemeinsam ein Interview mit ChatGPT geführt. Und zwar, das ist ein Jahr her.
Ungefähr, ja, als ChatGPT gerade rauskam, als noch nicht die deutsche Version da war, sondern es nur auf Englisch war. Und dann haben wir uns mal einen Samstagmittag hingesetzt und haben ja einen Dialog entwickelt mit, also soweit das ging dann mit ChatGPT, haben es dann übersetzen lassen, also über Übersetzungsmaschinen laufen lassen, Stimmengenerator angesetzt. Das war noch recht aufwendig, wenn man jetzt überlegt, ein Jahr später, hätten wir Andere das aber ein Welt. Jahr später gemacht. Ja, das war, irgendwie fühlten wir uns auch wie digitale Pioniere, dass wir das getan haben. Und das war interessant, das war spannend, hat uns an Grenzen geführt. Und die Frage ist, ob diese Grenzen vielleicht kommst du da drauf, später drauf in deinen Fragen, ob wir diese Grenzen jetzt überschritten haben, ob wir auch weiter sind nach einem Jahr Entwicklung. Das ist ja im Digitalen immer so, dass wenn ein Jahr, das ist ja wie 10 Jahre, wie 15 Jahre gefühlt, technologische Entwicklung. Wir schauen, wo wir stehen. Aber es war eine tolle, aufregende Folge und danach sind wir, wie immer, wenn wir uns sehen, in eine sehr berauschende Nacht gekommen und saßen dann neben Jochen Distelmeier in Das ist der korrekt. Mutter, der uns nicht mochte, weil wir auch bei Fugengold seine letzte Platte doch sehr, naja, ironisch-kritisch besprochen haben. Kritisch gewürdigt haben. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Fugis, ihr seht schon, heute seid ihr Teil im Deep Talk. Ich freue mich sehr drauf. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, KI sind so eine Art Hundejahre. Ich glaube, nach einem Jahr, was wir da jetzt vor einem Jahr mit KI besprochen haben, mit dem ChatGPT, das wird heute ganz anders funktionieren. Und ich glaube, der Podcast ist vielleicht nochmal in einem Jahr wieder extrem spannend, sich so auseinandergesetzt zu haben damals und das dokumentiert zu haben, weil es sich anfühlen wird, als ob man heute wahrscheinlich das iPhone erste Generation in die Hand nimmt und du so eine Art Tetris-Kloben in der Hand hältst. Ja. Hast Für du denn noch alle. deine alten iPhones? Ich habe sie alle noch gesammelt Wirklich? da. Oh, wow. Ja, zwei sind implodiert. Also da hatte ich glibberige Datenmasse, die ich mit Handschuhen entfernen musste da. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also im Schrank ist auch sozusagen ein Schrankregal kaputt gegangen. Aber das ist schon sehr abgefahren, weil man denkt ja immer, irgendwann ist es riesengroß geworden. Dann ist es wieder so geworden wie iPhone 1. Und manchmal fragt man sich bei Technologieentwicklung, klar, die können mehr, aber die Hardware selbst. Naja, die verändert sich ja nicht so groß. Und das ist ja bei MacBooks und anderen Themen genauso. Und das ist auch ein spannendes Thema zu sehen, gerade auch für dich als gestaltenden Menschen, der von der Ästhetik der Maschine lebt und mit der Ästhetik der Maschine. Mit, Spannendes genau. Thema. Ja, 100%. Aber du bist der erste Gast für eine Reihe von Interviews, die ich führen möchte. Es geht wie immer natürlich um die Personen, um das kreative Schaffen meiner Gäste. Aber ich möchte ein paar Folgen produzieren, wo wir uns dem Thema KI, Künstliche Intelligenz, AI, nähern. Aus verschiedensten Perspektiven. Ich werde Gestalterinnen, Gestalter hier haben, die wirklich aktiv im Prompt-Design sind, wo man über referenzielle Einflüsse und so sprechen kann und verschiedene Dimensionen und Betrachtungsabstände einnimmt. Und ich habe es im Intro gerade schon erwähnt, auch was du für Bücher schreibst, wie du dich mit Kultur, Gesellschaft, auch Digitalisierung, im speziellen Algorithmen, Streaming auseinandersetzt und natürlich in deiner Rolle als Professor und Lehrender an den Hochschulen, unter anderem in Berlin, natürlich total, ich finde, aus einem sehr, sehr spannenden Blickwinkel damit nochmal auseinandersetzt. Mit einem, der natürlich vielen, die hier zuhören, die wahrscheinlich Unternehmerinnen, Unternehmer sind oder selbst Kreative in irgendeiner Form, ja, die den gar nicht so einnehmen können. Weil ich kenne es selbst aus dem Design, aus dem Kreativalltag. Du bist drin, du widmest dich, wenn du dich, und ich hoffe, das tut ihr alle, liebe Sweet People, wenn ihr euch mit KI auseinandersetzt, dann natürlich immer im Machen. Und vielleicht gar nicht so sehr im Kategorisieren, in anderen Referenzsystemen suchen, großer Zoom-Out, den du natürlich immer gibst, in deinen Büchern, in deinen Vorlesungen, auch in deinem Denken. Und das, glaube ich, ist so eine Rahmung, so eine lose Rahmung für das Gespräch heute, dass wir mal gucken, wie siehst du das, wie könnten wir uns die Zukunft vorstellen und wo siehst du vor allen Dingen auch ja, kritische Punkte und Gefahren, weil die dürfen, glaube ich, nicht zu kurz kommen, vor allen Dingen nicht mit so ganz vielen enthusiastischen Kreativen, die hier immer abfeuern, wie geil das alles ist. Ist es vielleicht auch gut, eine kritische Stimme dabei zu haben? Ja, das Schöne ist, wie immer, wenn wir über solche Themen reden, es gibt keine Vorbereitung. Also du bist wahrscheinlich vorbereitet, hast dir ein paar Fragen überlegt, aber ich weiß von nichts. Ich wusste nur, dass ich hier stattfinden werde und dass es irgendwie
um KI geht. Und ich glaube, dass diese Spontanität wichtig ist, also eine gerahmte Spontanität, um wirklich in ein Gespräch zu kommen und nicht wie vorbereitete Fragen abzuarbeiten mit Ergebnissen, die man vorher schon festgelegt hat. Deshalb werdet ihr, liebe Sweet People, um diese Formulierung zu übernehmen, so, wenn ihr auch Fugengold kennt, es wird so sein, es wird so ein ineinander übergehen, ein sich mal abbrechen sein, ein reingehen sein. Also es wird hier keine Versuchsanordnung sein, die schön, klar, sauber ne, vonstatten geht, sondern es wird etwas, auch ein Moment des Chaotischen vielleicht haben oder das erstmal, wo wollen die Herren hin? Und das ist das Gute, das ist sozusagen das vielleicht wilde Denken oder das also so eine unfestgestellte Denken, nämlich da liegt der Akzent auf dem Denken und nicht sozusagen auf dem Ergebnis erstmal und auf dem Weg hin. Natürlich hoffen wir euch, Ergebnisse präsentieren zu können, vielleicht auch Ratschläge, Ideen zu geben, wie das immer so im Sweet Spot ist, die euch helfen, euren Arbeitsalltag nochmal vielleicht anders zu sehen, anders zu gestalten. Und dann gerade hier in der Schnittstelle, man, du bist ja jemand, der arbeitet in dem Kontext, ja, aktiv, praxisbezogen, der aber auch eben konzeptuell arbeitet oder als Coach arbeitet. Bei mir ist sozusagen natürlich neben der Arbeit im Digitalen, wenn man es so nennen möchte, aber auch die reflexive Arbeit extrem wichtig und die Perspektivierung von Arbeit oder von Nutzung von KI. Und das ist ein, glaube ich, eine spannende Melange aus Kompetenzen, Erfahrungen, Ideen und alles eben null normativ und null erstmal businessorientiert im Sinne von, ihr kriegt hier die 10 heißesten Tipps, mit denen ihr das super Business besser machen könnt. Da sind wir ja Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres, haben wir ja bei Fugengold mal so ein Genau. Trendbarometer, Medientrendbarometer gemacht und gezeigt, was ja, Chancen und Risiken beziehungsweise auch Abgründe davon sind. Sowas werdet ihr nicht haben, sondern ja, sucht euch raus, was ihr gebrauchen könnt. Das ist einfach eine Werkzeugkiste an Ideen, die hoffentlich auch unterhaltsam ist und manchmal sweet. Fantastisch. It's a wrap. Das ist ein fantastischer Trailer oder Teaser für diesen Podcast. Sehr, sehr gut. Danke dir. Markus, ich will mal ganz aus der Subjektiven mit dir einsteigen. Du bist ja nicht nur Lehrender, also Professor, sondern du bist ja auch, wie du selbst so schön sagst, Textmalocher. Du bist ja Autor. Du Ja. hältst Vorträge, du arbeitest eigentlich immer komplett bis über beide Ohren in irgendwelchen Texten. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns ein bisschen deine erste Begegnung mit diesem Thema KI schildern und was das so in dir ausgelöst hat. Wir referenzieren bestimmt nachher noch die Universitätslandschaft und größere Strömungen, aber wir haben nie im Detail darüber gesprochen, wie dir das eigentlich ging und was so deine Reaktion dazu war. Wann und wie ist dir das denn begegnet und wie war deine Reaktion dazu? Also erstmal, wenn du ja über das Thema der algorithmischen Abfragung einer der digitalen Wirklichkeit ausgehst, also du suchst eine Suchmaschine wie Google und die schlägt dir dann etwas vor, oder du gehst zu YouTube und hast sowas wie Vervollständigungsalgorithmen, Popularisierungsalgorithmen und so weiter. Im Endeffekt, wo es immer ums Empfehlen geht, Verlinken geht, Hinweisen geht, Suchen und Finden. Das ist sozusagen etwas zum Routinegeschäft geworden, ob ich journalistisch arbeite, wissenschaftlich arbeite, mich vorbereite auf Seminare, wenn wir schauen, was für Themen gibt es für Fugengold, was für Themen gibt es, über die ich vielleicht bei Vorträgen sprechen kann, Beispiele, die ich suche, dann ist das erstmal sozusagen dieser ganze Kosmos suchen und empfehlen. Und da ist es so, eine der oder zwei Erkenntnisse, um es mal noch offen zu halten und gar nicht so zu eng zu führen auf eine Kritik vielleicht, ist es so, dass es eine Hilfe, immer eine Hilfe ist, weil wenn ich vergleiche, ich habe in den 90ern studiert, also ich habe 93, 94 im Wintersemester angefangen zu studieren und da ist der erste Weg immer in die Bibliothek gewesen. Wenn du Wissen suchen wolltest, Wissen auffinden wolltest, bist du in die Bibliothek gegangen. Du bist weniger in Medienarchive gegangen. Klar, ich bin dann in die Bibliothek gegangen, wenn es um Filme ging oder so. Und klar, konntest du auch mal in Plattenläden gehen, wenn es um Musik ging. Aber dass du sozusagen digitale Datenbanken hattest, die in der kürzesten Zeit dir ein durchaus repräsentatives Sample an Wissen geliefert haben,
Das hat sich radikal einfach verändert, dass das möglich geworden ist, und zwar eben durch eine algorithmische Perspektivierung dessen, was im Digitalen eingespeist ist. Und auf der anderen Seite ist dieses Empfehlen, dieses Helfen, dieses Unterstützen, diese Beschleunigung vor allem auch, die das hat. Du hast also in Sekundenbruchteilen hast du meistens relevante Informationen oder einen Großteil relevanter Informationen. Da musst du natürlich reingehen, da musst du das auch durchschauen und so weiter. Aber das ist sozusagen etwas, wo ich das Gefühl habe, ich schaffe mehr oder ich sehe tiefer und differenzierter, zumindest durch so ein Verlinkungssystem. Und das hilft mir in meiner Arbeit, einfach daran schneller zu arbeiten, mehr zu sehen und auch angereicherter zu arbeiten. So. Auf der anderen Seite ist es immer ein komisches Gefühl aus verschiedensten Perspektiven heraus. Einerseits, naja, ich benutze größtenteils Google. Mhm. Ja, also warum nutze ich nicht DuckDuckGo oder warum nutze ich jetzt, ich meine, es ist ja der neue Hoffnungsträger, ist ja Richard Socher mit seinem Yumi, fordert ja ganz groß Google heraus, das ist ja das, wie mehr genannt wird, das German Wunderkind im Silicon Valley, einer der ganz wenigen deutschen ITler, der auch in Amerika im Silicon Valley wirklich ein kleines Imperium aufbaut und auch wirklich die Welt um KI herum sehr interessant ausdifferenziert weiterentwickelt und so weiter. Und was heißt das, wenn man eigentlich eine Suchmaschine benutzt? Das ist so, wie wenn man eine Tageszeitung gelesen hat. Auch da muss man immer realistisch sein. Wer liest, wenn das nicht beruflich macht? Also Journalistinnen, WissenschaftlerInnen schaffen das nicht immer 5, 6, 7 Tageszeitungen parallel, um ein breites Bild zu bekommen. Also man greift immer auf die eine meistens zurück, die man früher dann abonniert hat im Print, jetzt digital. Und schafft man es überhaupt noch, da reinzugehen? Man hat auch so seine Vorlieben, was digitale Dienste angeht. Also bin ich eher so ein Instagram-Typ, TikTok-Typ, wenn ich es nicht professionell mache. Das heißt, bevor bringe ich die meiste Zeit. Das heißt, wir sind so Gewohnheitstiere als Menschen. Das hat auch was mit Komplexitätsreduktion zu tun. Und man ist dann aber trotzdem an das jeweilige Medium gebunden. Also bin ich eher der Typ, der öffentlich-rechtlich Fernsehen sieht oder Privatfernsehen sieht. Nutze ich welche Zeitungen lese ich? Lese ich Taz, die Zeit, die FAZ, was auch immer. Lese ich Business-Magazine, lese ich Fachmagazine? Welche nehme ich da? Also ich bin ja immer wieder sozusagen an den Kanal gebunden. Und die unendliche Vielfalt, die uns zur Verfügung steht, können wir nicht im Griff nutzen, weil wir uns immer auf eins festlegen. Und das hat immer so einen Beigeschmack so, wie wird meine Sicht gelenkt dadurch, dass ich A, bestimmte Dienste nehme, und wir wissen ja, dass im Digitalen alles über meine Suchbiografie entschieden wird. Das heißt, also wenn wir beide bei Google den gleichen Begriff eingeben, haben wir auf der ersten Seite andere Ergebnisse. Klar, Wikipedia wird bei uns beiden auftauchen und so, aber wir haben trotzdem grundlegend andere Ergebnisse, wie im Streaming auch, bei Netflix und so weiter, weil Algorithmen sich an unseren Suchbiografien orientieren, an unseren digitalen Biografien orientieren und es dann entsprechend personalisierte Angebote geben. Und das ist so ein bisschen immer so, dass es so ein Geschmäckler hat, was was irgendwas Unangenehmes in mir auslöst, dass ich weiß, ich bin da festgelegt auf Sichten, die ich erzeugt habe über Eingaben, aber die dann wiederum gefiltert werden und mir Angebote geben. Also das ist sozusagen diese Arbeit im Suchen, also durch Suchmaschinen, die andere Arbeit und auch Empfehlungen zu bekommen und so weiter. Und das ist bei, ob ich bei Google bin, ob ich bei Netflix, Amazon Prime bin und so weiter, ob ich bei Instagram bin, da funktioniert es ja genauso letztlich auch so. Wer wird mir vorgeschlagen an möglicherweise interessanten Followerinnen, Abonnentinnen? Das gleiche haben wir bei Xing, also wer wird mir als Business-Kontakt vorgeschlagen und so weiter und so weiter. Das ist diese Welt so. Und die andere Welt ist die der, wie nutze ich KI? Also jetzt hier nutze ich KI klassisch oder generative KI, also sozusagen das reproduktive Moment, das wäre sozusagen für mich die klassische KI, die vor allem darauf aus ist, so Arbeiten zu übernehmen, geistige Routinearbeiten zu übernehmen, Arbeiten zu übernehmen, die so eine menschliche Intelligenz simulieren sollen, so, ja, und die generative KI ist das Moment des Produktiven, also nutze ich Midjourney, um ein Cover für einen Vortrag zu machen, ja, habe ich jetzt letztens immer genutzt, dann auch so mit Hilfe von dir, haben wir uns ja auch drüber ausgetauscht,
Da werde ich später noch über das Prompten reden. Nicht im Engineering-Bereich, sondern eben als eine also Digital Literacy, die wir alle brauchen. Und das ist so der andere Moment, also das Produktiv werden lassen, besser bildgenerierend als textgenerierend. Denn das, was ich mit ChatGPT erreiche, ist, also zumindest zur Sicht des Wissenschaftlers, des Journalisten, ist es noch überschaubar. Also es hat total positive Momente und es kommt immer, wie sozusagen, aufs Prompten dann an, aber es ist limitiert. Und insofern ist es ein Dialogpartner, der mir bessere Bilder als Texte generiert. Okay, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Vielleicht bevor wir einsteigen in generative KI und an diesen Dialog. Also es gibt ja im Digitalen, gibt es ja diesen Trend, weil du so viel über Gewohnheiten und so eine Art digitale Biografie gesprochen hast, die gerade bei, ich sag mal, jeder Form von aggregierten Inhalten, die man abruft, eine große Rolle spielt. Jetzt ist es ja aber so, wie du schon sagst, bei diesen Suchmaschinen, was sich auch gerade in KIs, klassisch generativ, aber auch abspielt, ist, dass es so eine große Diversifizierung gibt von Styles. Es gibt DALL-E, es gibt Midjourney, wie sie alle heißen. Alle haben bestimmte Anwendungsfelder, bestimmte kleine andere Features. Wenn man von gestalterischer Sicht reingeht, unterschiedliche Ästhetiken, die du auch leichter produzieren oder abrufen kannst. Es ist ja so, dass du, wenn du jetzt nach einem Flug suchst oder so, das ist ja auch der Klassiker, du gehst ja nicht mehr auf einzelne Seiten und suchst, sondern du lässt dir das aggregieren sozusagen auf, was weiß ich, günstigster Flug 24.net, um jetzt mal einen fiktiven Anbieter zu nennen. Und er aggregiert dir eigentlich alle Anbieter durch. Wie siehst du denn diese Art von Drittplattform genau in dieser Diskussion mit? Was macht das eigentlich mit dem Suchalgorithmus? Wie individuell sind Ergebnisse und welche Macht, darüber müssen wir, glaube ich, auch sprechen, welche Macht und Verantwortung hast du denn als jemand, der Ergebnisse aggregiert, als Google zum Beispiel? Ich weiß, da hast du ja einen kritischen Blick auf diese Algorithmen. Wie ist das denn mit diesen aggregierenden Plattformen? Meinst du, das wird bei der KI auch in so eine Richtung gehen? Ja, definitiv. Also das einerseits, das Zauberwort ist ja immer Personalisierung. Und das hat ja angefangen mit der Entwicklung von Web 2.0. Das war ja das entscheidende Erfolgskriterium der Evolution des Internets beziehungsweise des Webs, Web 1.0 zum Web 2.0 hin. Also diese zunehmende Personalisierung von Inhalten, von Nutzungsgewohnheiten und so weiter. Und da sind solche Themen, also wie du gerade vorgeschlagen hast, ist ja nur eine Weiterentwicklung, eine logische von dem, was man hat. Und dann ist mir als Nutzerin erstmal vollkommen egal, was sozusagen vielleicht die Nebenwirkungen sind, wenn ich halt einen super günstigen Flug bekomme, wenn ich ein total günstiges Hotel bekomme, wenn ich einen Mietwagen nehmen möchte und da das beste Angebot bekomme. Da glaube ich, ist sozusagen die eine Seite immer so, was hole ich für mich raus und ist es wirklich das Beste? Und da hat man im Digitalen, im Unterschied etwa zum Einzelhandel, da bin ich immer nie so sicher, ob ich da sozusagen dann wirklich eine Transparenz habe, weil ich habe mir letztens meine Waschmaschine jetzt kaputt gegangen. Und dann bin ich, habe ich online geschaut, dann bin ich in Discounter gegangen und dann steht dann immer unverbindliche Preisempfehlung. Und dann steht dann, Summe war 1300 Euro bei einer Waschmaschine, die für mich interessant war. Und dann stand aber darin, wir verkaufen die für 675. Und dann denkst du erstmal, wow, das ist ja die Hälfte so, toll. Und oder fast die Hälfte. Ja, und dann ist ja klar, dass natürlich eine unverbindliche Preisempfehlung eine unverbindliche Preisempfehlung ist. Das heißt also, die haben Wunschpreis, die Hersteller, den kriegen sie aber nicht. Und dann sagt der Markt, der Supermarkt, also der Medienmarkt, was auch immer, was kannst du dafür im besten Falle bekommen und so? Wo haben wir noch unsere Margen? Und das ist dann etwas, was mir bei diesen digitalen Suchanfragen fehlt, also die unverbindliche Preisempfehlung, also was könnte es sein und was ist es? Und woran entscheidet sich das von Anbieter zu Anbieter? Und da hätte ich einfach gerne mehr Transparenz in solchen Prozessen halt heraus. Und auf der anderen Seite werden wir verführt durch dieses Geiz ist geil-Moment, ja, wenn ich Plattformen habe, die mir sagen, wo ich am günstigsten etwas bekomme, also so nicht Stiftung Warentest, sondern Stiftung Billigtest, also wo ist es am billigsten? Und Geiz ist halt eben geil und naja, die Zeit ist teurer geworden, wir haben weniger, wollen aber trotzdem noch genauso viel, dann hat sowas Erfolg und Einfluss. Die Frage ist dann, ne, also bei diesen
Drittanbietern, was passiert wiederum mit meinen Daten, weil ich natürlich immer, egal was ich digital tue, mit meinen Daten bezahle und diese Daten werden weiter kommerzialisiert, die werden weiter verkauft und ich willige durch Nutzung ein, dass meine Informationen genutzt werden können, um wieder dann also sie zu verkaufen, andere also personalisierte Werbeangebote zu schalten und so weiter. Und vielleicht als letztes Beispiel, ihr kennt das bestimmt alle, die jetzt zuhören. Also ich rede oft dann mit meiner Partnerin über Themen. So, unsere Rechner sind an. Und wir kriegen unmittelbar danach über Instagram, über die Kanäle, die wir dann, soziale Netzwerke, die wir nutzen und so weiter, kriegen wir das, worüber wir gesprochen haben, als Werbeangebot. Und das ist gruselig. Das ist fucking gruselig, weil dann ist sozusagen, dann ist hier Ton ist an, also wenn du im Netz bist, dann wirst du anscheinend mitgeschnitten, was Sprache angeht, nicht nur was deine Suchangaben angeht und so weiter. Und das wird dann zu einem Problem. Und dann sage ich nicht so die Idee, das ist ja total nutzerinnenfreundlich, da bekommt man ja genau das, was man will und so weiter. Das ist schwierig, auch wenn wir später über Filterblasen oder sonstige Dinge sprechen. Ja, 100%. Da fällt mir dieses Beispiel ein, was für erstaunlich wenig Aufruhr gesorgt hat. Die AGBs von TikTok, ich weiß nicht, ob du die im Detail kennst, die wurden auch mal in einem Podcast laut verlesen. Ich glaube, es war sogar bei Rogan, wo es wirklich darum ging, dass deine komplette Handynutzung, also Tastaturanschläge, alles, was du an Bildern hast, an Texten, Tipps, auch jenseits der App TikTok tracken und auswerten dürfen. Also einfach dein komplettes Handy scannen und auswerten dürfen. Und es hat nicht wirklich nicht, dass ich wüsste, einen Impact in der Nutzung gemacht. Es war kein Aufschrei, es hat nicht die Nutzerzahlen irgendwie zurückgehen lassen oder so. Das fand ich schon sehr, also Convenience nennst du das ja als Euphemismus in der Digital-Bubble. Ne? Also wie bauen wir etwas, das so convenient ist. Andersrum, was vielleicht dich so hookt, wie man dann sagt im User Experience Design, dass dir das egal ist, dass du sagst, ey, es ist mir völlig egal, was getrackt wird. Diese App hat mich irgendwie so Dopamin gekickt, dass ich drinbleiben muss. Ja. Absolut. Und da ist ja die Frage der Regulierung. Also wir reden nicht über Verbote, wir müssen über Regulierung und sinnstiftende Regulierung sprechen, die auf rechtlich relevanten Rahmen ist. Dann haben wir natürlich immer wieder nationalstaatliche Grenzen, also wo einfach Rechtssysteme nationalstaatlich fokussiert sind. Du hast aber transnationale Unternehmen oder du hast dann Unternehmen, die haben Firmen etwa dann nicht in Deutschland und so weiter. Das kennt ihr auch, wenn ihr euch beschwert. Also man kriegt ja unglaublich viel Spam, auch bei Instagram etwa. Und dann beschwert man sich dann ist das Instagram völlig egal, den paar Mitarbeiterinnen von Instagram, die es in Deutschland gibt, denen ist das egal. Da kümmert sich keiner drum. Das ist genauso wie, wenn wir über faschistische, rechtsextreme oder sexistische, antisemitische Inhalte, das juckt letztlich niemanden. So, und das sind dann so Probleme, wo man sagt, okay, also was zahlen wir für eine Freiheit? Was zahlen wir für ein vermeintliches Versprechen auf, wir kriegen mehr von der Welt? Wir kriegen mehr für uns. Was passiert da eigentlich? Und AGBs liest ja fast niemand, außer man macht es professionell. Man macht sofort immer den Haken bei jedem Cookie-Anfrage. Ich will das ja nutzen. Wir brauchen jetzt die Cookies und wir machen und so weiter. Und du kannst dann selber aussuchen, welche Cookies du machst. Also das ist ja alles einfach nur so eine Scheinsicherheit, die suggeriert wird. Und das sind ernste Probleme auch von allen, die sozusagen mit KI arbeiten oder ihre Geschäftsmodelle auf KI aufbauen. Weil das ist sozusagen so ein Nimmersatt-Moment. Also es braucht halt immer mehr Daten, immer mehr Eingaben. Es muss immer mehr gefüttert werden, um immer präziser, genauer, besser und so weiter zu sein. Und das sind so Abgründe, die zu wenig reflektiert werden. Ja, 100%. Ich kenne es natürlich auf der Seite meiner Kunden oder Geschäftspartner, mit denen ich viele arbeite. Es gibt es gibt auch bei Unternehmen, mit denen ich arbeite, die gar nicht die tiefe Kompetenz haben, um Daten in dieser Masse zu aggregieren, zu verarbeiten, intelligent auszulesen. Es gibt trotzdem diesen Wunsch von diesem vermeintlichen Versprechen sozusagen auch auf Business-Seite der Anwender. Du hast ja so eine vermeintliche Messbarkeit und Transparenz in deinen Analytics, in aggregierten Daten, in Tabellen, Balken, Diagrammen, Prozentzahlen, Conversion Rates und so weiter. Und da gibt es so eine Sammelwut bei sehr, sehr vielen Unternehmen, die aber am Ende des Tages auf einem, man nennt das immer Datenschatz, es kann auch ein riesiger Müllberg bei manchen sein, je nachdem, wie das rechtlich geregelt ist, wie das von der Anwenderseite intern geregelt wird. Es gibt diese Wut, Daten zu sammeln und wie gesagt, oft nicht die Kompetenz,
die auszuwerten. Und auch wenn du ein halbes Jahr dafür brauchst, sind die Daten auch nicht mehr relevant. Aber das führt mich zum Thema der Transparenz, weil ich glaube, oder einer der Gründe, warum ich jetzt mit verschiedenen Leuten über KI sprechen möchte, aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven, gerade diese juristische Sicht bin ich gerade dabei, suche ich auch noch jemanden, der da mit mir drüber sprechen kann, finde ich bestimmt jemanden. Ich glaube nämlich, oder das ist jetzt meine Arbeitshypothese, ich glaube, dass diese Zugänglichkeit und dass das Thema KI und Prompts und dieser kleine Blick unter die Motorhaube, den man zumindest hat als Anwenderin, als Anwender, so ein bisschen Zugang. Wie funktionieren Prompts? Wer macht das? Wie funktioniert das? Ah, da brauchst du hier mal Discord und so. Diesen kleinen Blick dahinter. Ich glaube, das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Ich glaube, das wird alles sehr, sehr schnell verschwinden. Das wirst du per Sprache steuern, das wirst du, ich arbeite natürlich viel mit Kreativprogrammen, Photoshop als ein Beispiel, was viele kennen. Da gibt es schon so eine Art magischen Knopf, der heißt einfach Generate. Und das heißt, ich wähle jetzt, wenn das hier mein Bild hier wäre ein Foto, dann nehme ich diesen Bereich hier, markiere den grob und sage Generate. Und dann kann ich da schon was reintippen oder ich sage einfach nur Generate. Und dann schlägt er mir mal vor, was er denkt, was ich meine. Also wenn ich sage, ich will, entschuldige, hier diese Lichter weg haben, markiere ich so grob diese Lampen und dann sage ich Generate. Und dann macht er drei verschiedene Vorschläge und eins davon ist mit Sicherheit ohne diese Lampen. Das kann ich dann nehmen. Was ich damit meine ist, ich glaube, dass diese KI-Anwendungen einfach komplett integriert werden in unsere Sprachassistenten, in die Suchalgorithmen, in irgendwelche anderen Softwareprogramme, Interfaces, versteckt in meinem Auto oder so. Dass diese Awareness dafür, ich glaube, wir haben dafür jetzt gerade diesen kleinen Zeitraum. Und jetzt müssen wir uns sozusagen einmischen, aktiv mitdenken und versuchen, das zu thematisieren. Du hast gerade schon über Regulierung gesprochen. Es gibt doch wahnsinnig viele andere Themen, auch Filterblasen zum Beispiel in Bezug auf KI. Ja, erstmal das so als Gedanke. Teilst du die Einschätzung? Meinst du, das bleibt länger präsent oder fühlst du? Also ich glaube erstmal, also die Idee, also wenn Technologie auf dem Markt ist und veralltäglicht wird, dann ist sie nicht mehr kontrollierbar. Das ist das Kernproblem und das verstehen ganz wenige. Das heißt, also wenn du dir auch den von der EU den Artificial Intelligence Act anschaust, also ein Regulierungsdokument, das dann sagt, ey, wir gehen von Risikogruppen aus, wenn wir regulieren, also das ist ein hohes, ein minderes und so weiter Risiko und dass du dann zum Beispiel mit KI keine Entscheidung über Leben und Tod treffen darf, keine Entscheidung über Verkehr. Sind wir aber natürlich beim automatisierten Fahren, ja, keine medizinisch-militärischen und so weiter Entscheidungen treffen darf. Also so, dann ist das eine sehr humanistische Idee, wie man Technologieentwicklung oder hier KI regulieren kann. Ich glaube, dass das zahnlose Tigerdebatten sind, sobald es eben im Alltag ist, sobald es den Alltag bestimmt, das, was Midjourney und andere bildgenerierende KIs können, ja, das erzeugt eine Abhängigkeit. Das ist anders als eine Droge, weil die Droge schicke ich deinen Körper. Hier wirst du aber sozusagen in deinem Verlangen manipuliert. Ich will haben, ich kann das, ohne dass ich auch eine Kompetenz haben muss. Das heißt, natürlich kann ich Midjourney bedienen, wenn ich mich ein bisschen reinfuchse, ohne Design studiert zu haben. Ja, ohne Kunst studiert zu haben. Da braucht man gar nicht mehr diese Fähigkeiten. Man muss sich ein bisschen hineinticken, ein bisschen nutzen, ausprobieren, machen. Das ist ja immer sozusagen, KI funktioniert ja genau nur so, wenn du es machst. Und dann kriegst du einen Erfahrungsschatz. Aber dafür brauchst du keine Ausbildung mehr, dafür brauchst du keine Expertise. Aber in der Nutzung, nicht in der Aufsetzung, nicht in der Weiterentwicklung und so weiter, aber in der Nutzung. Und ich glaube, das ist die pure Illusion. Wir haben dieses Fenster gar nicht mehr, was ganz viel von KI-Entwicklung angeht, weil es so sehr als Koevolution mit unserer Gesellschaft und der gesellschaftlichen Entwicklung verstanden wird, dass das, ich finde es immer sehr, also entschuldigt, wenn ihr so mal so gedacht habt, aber ich finde es sehr niedlich, wenn man so denkt, ich als Nutzerin beeinflusse die Entwicklung der KI oder wir können rechtlich hier mal ganz locker irgendwie ne, was verschieben und so weiter. Weil natürlich der Staat und auch die Justiz, also alles hängt eben von Technologieentwicklung ab. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil wir dann natürlich eine Machtverschiebung haben zu Monopolistinnen der Technologieentwicklung. Und wenn dann ne, so ein Mann aus seinem Privatgeld wie Elon Musk, was der Clip
Hyperkasse, mal sowas wie früher hieß es Twitter, ja, ne, kauft dann einfach so, ja. Das ist Meinungsmedium Nummer eins gewesen im Digitalen, ja. Und eine unglaubliche Jauchegrube Twitter, ja. Auch an Hass, an Negativität und so weiter. Und eine Privatperson qua Vermögen kauft es, ja. Dann sieht man, dass digitale Entwicklung oder generell diese Art der Technologieentwicklung immer auf Monopolen basiert und Monopole erzeugt und gegen den demokratischen Wunsch nach Vielfalt agiert. Und da stecken wir in einer totalen Sackgasse. Lass uns mal kurz an dem Beispiel nochmal eintauchen, weil ich glaube, also ich teile deine Einschätzung, dass es vielleicht etwas naiv ist, sich als Anwender da zu sehr im Fahrersitz zu fühlen, sozusagen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass du, es gibt natürlich die Rezeption. Und ich glaube, da sind Bildungsinstitutionen, in denen du aktiv bist. Da sind aber auch Medien in der Art, wie drüber gesprochen wird, wie die Sachen auch genutzt werden oder wie unkritisch, haben schon noch eine einflussreiche Rolle. Also was mir zum Beispiel immer auffällt oder aufstößt sogar, immer wenn du Nachrichten-Podcasts hörst, ist so ein Teil meiner Morning Routine, wenn es die denn überhaupt gibt. Ich höre viele Nachrichten mittlerweile einfach. Und mir fällt auf, dass wirklich einmal mindestens pro Woche völlig uneingeschränkt oder ohne irgendeine Einordnung gesagt wird, wie die Polizei auf Twitter meldete. Und ich denke, warum ist das denn eigentlich so normal? Also auch dieses Zitieren dann aus diesem Medium und dieses Aufnehmen von, und dazu muss man ja sagen, es ist eine Jauchegrube, so wie du sagst, und dann ist es noch dazu eine totale Bubble-Jauchegrube in Deutschland. So. Also es gibt wahnsinnig viele Medien-Outlets, journalistische Formate und Podcasts, die über Twitter sprechen, die das zitieren. Dabei ist ein Bruchteil der Menschen, auch der digitalen Menschen in Deutschland, überhaupt auf dieser Plattform aktiv. Also es ist auch hier, selbst in dieser Digitalbubble, eine totale Nische und trotzdem wird die da eben gegenseitig gefeatured und erzählt und zitiert und dadurch finde ich persönlich auch legitimiert. Auch wenn die Polizei sagt, hey, wir nutzen das, diesen Kurznachrichtendienst, in dem Fall von Elon Musk, um wichtige Meldungen rauszugeben. Ich finde das keinen besonders verantwortungsvollen Umgang damit. Du, absolut. Aber die Polizei ist natürlich auch Medienproduzent geworden. Ganz massiv, indem sie halt digitale Kanäle nutzen. Und dann ist die Haltung dahinter zu sagen, wir machen das, um möglichst viele Menschen zu erreichen, wie früher Radio oder irgendwie durch die Zeitung oder dann gehen wir auf die Webseite der Polizei und so weiter. Und so bei relevanten Themen setzen das halt eben durch verschiedene Kanäle um möglichst viele Menschen so schnell wie möglich zu informieren. Und auch da nimmt die Polizei sozusagen die Logik in Kauf, also auch Twitter, einem nichtstaatlichen Akteur, eine Macht zu überschreiben, zu stärken, auszubauen und so weiter. Das ist der Eindruck gerade so, wir müssen überall mitmachen. Also ich bin sehr zurückhaltend, was TikTok angeht, weil klar, du kannst natürlich wahnsinnige Reichweiten bei TikTok erreichen, aber da ist auch immer die Frage, was folgt aus der Reichweite. Das ist so ähnlich, also im Buchbereich, wenn ich Bücher schreibe, viele Rezensionen habe für ein Buch, heißt es noch lange nicht, dass sich das auch gut verkauft. Also du kannst tollste Rezensionen haben, dein Buch verkauft sich nicht, es bleibt halt liegen so. Und man hat aber immer das Gefühl, sozusagen auf der Ebene, ich muss dabei sein, ich muss mitmachen, ich muss das kennen. Also klar, als Professioneller, du als Medienarbeiter, ich als Medienbeobachter, Medienarbeiter und so weiter, muss mich darauf einlassen, muss mich reinfallen lassen, muss mir das anschauen, muss versuchen zu verstehen, einordnen zu können, auch gerade in der Arbeit mit Studierenden und so weiter. Aber auch hier nochmal, ich unterrichte in Medienkommunikationswissenschaften. Das sind keine relevanten Fächer für Technologieentwicklung. Das, also wenn es wirklich darum geht, Engineering angeht, ja, wenn es Programmierung, Coding und so weiter angeht, das macht keine Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin. Ja, das sind sozusagen diejenigen, die professionelle Rezipientinnen von sind oder Produzentinnen von Content sind und so weiter. Und das ist sozusagen etwas, das, man schon sagen kann, wer den Code hat, hat die Macht. So, und das sind sozusagen, dann sind viele dieser Berufe sind halt unsichtbare Arbeit. Das heißt, ProgrammiererInnen sind unsichtbar. Man sieht Elon Musk, aber die für Elon Musk die Arbeit machen. Oder man sieht Mark Zuckerberg, aber die für Mark Zuckerberg die Arbeit machen.
Man hat einen Richard Socher, aber die wiederum in der Firma und so weiter für Richard Socher, die arbeitet, die sieht man nicht, die bekommt man nie zu Gesicht, ja, aus. Es gibt mal einen Skandal wie mit Edward Snowden auf einer anderen Ebene. Ja, aber dass du dann diese Leute hast, die, also du hast ein Heer der unsichtbaren Arbeit, die aber den Großteil der Architektur nicht nur der digitalen Welt, sondern auch unserer realen Welt mitbestimmen und mitformen und auf die man keinen Einfluss hat und die natürlich Gehälter bekommen. Also ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten über KI in Zeiten, Mediensysteme in Zeiten von KI und habe ich recherchiert und das ist super interessant. US-amerikanische Unternehmen bezahlen mittlerweile Promptern bis $300.000 im Jahr. Ja, und das ist ganz klar, dass Medienunternehmen natürlich, wie ich glaube fast alle Unternehmen, die sozusagen sehr publikumsorientiert sind, PromterInnen brauchen. Mhm. In den nächsten ein bis maximal, ach, und nicht mal zwei Jahren, in einem Jahr braucht man so eine Schnittstelle, braucht man sowas als ein New Work Modell. Da ist sozusagen Arbeitswelt aufgetan. Und das heißt, also wie gebe ich, also wie bediene ich Maschinen, wie kommuniziere ich mit der KI, ja, damit sie sozusagen richtig funktioniert und so weiter. Und das ist schon fast eigentlich ein eigener Studiengang, Prompting. So, und das hat aber dann nichts mehr mit Medienkommunikationswissenschaft zu tun, das hat was mit Digital Literacy zu tun. Mhm. Und das sind so Entwicklungen, wo wir staunen und dann sagen können, puh, wie stelle ich mich darauf an, was mache ich damit? Ja. Und nicht, wie kann ich es bremsen? So, ja, also wir als einzelne NutzerInnen bremsen das erstmal nicht. Das ist nicht was wie ein digitaler Protest. Wer würde protestieren gegen, also gegen Elon Musk digital? Was würde das bewirken? Dass man eine Webseite zum Abbruch bekommt oder so, Zusammensturz bekommt? Naja, ich weiß es nicht. Also, das ist ein Thema, über das man sich stark unterhalten muss. Die Ohnmacht der NutzerInnen gegenüber sozusagen der digitalen Entwicklung und den Machtverhältnissen im Digitalen. Ja. Ja, gutes Thema. Bevor wir vielleicht da auf das Big Picture sozusagen eingehen, mich würde noch total interessieren, bestimmt die Sweet People, die zuhören, auch, wie du das in deinem Berufsalltag an der Universität denn erlebst und mitbekommst. Also man hört ja immer vor allen Dingen im Kontext Schule, Referate generieren, Lehrer denken, wenn überhaupt darüber nach, ob und wie sie das irgendwie im Unterricht nutzen können. Es gibt Unternehmen, die eigene kleine KI-Modelle entwickeln, die an Schulen dann arbeiten können. Ist schwer am Markt einzuführen, es waren sich teuer, die Lizenzen und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nicht viele wissen, wie das eigentlich im Universitätsalltag so aussieht, wie das funktioniert. Wie hält das bei euch gerade Einzug? Ja, man hat erstmal sozusagen die Krisenwahrnehmung gehabt, wie immer. Das heißt, oh, jetzt schreiben alle Studierenden ihre Abschlussarbeiten über KI, also mit ChatGPT und anderen, aber vor allem mit ChatGPT. Das ist eine große Angst da, Verlust der Qualität der wissenschaftlichen Arbeit, der Kompetenzen, Entwertung von Arbeit und so weiter. Es gibt dann auch die Frage, wie erkennt man das? Es gibt ja Plagiatssoftware, die aber auch sehr eingeschränkt natürlich funktioniert. Das wird ja schon lange genutzt, Plagiatssoftware in der Hochschule, um einfach zu überprüfen, wo hat man sich halt illegal bedient, also wo hat man geklaut, was man früher sozusagen auch immer hatte. Plagiat ist ja nichts, was im Digitalen gekommen ist, aber was natürlich leichter fällt. Das andere ist, wie gehen wir dagegen vor, wie finden wir das, wie entdecken wir das, also wissenschaftliche Ethik, wissenschaftliche Redlichkeit, wissenschaftliches Arbeiten wird davon betroffen, wenn du einen leichteren Zugang zum, naja, nennen wir es nicht Diebstahl, nennen wir es mal zu einer alternativen Nutzung der KI zur Produktion von vermeintlichen eigenen Texten. So, und dann kann man diskutieren, ist es denn ausreichend, wenn ich die richtigen Fragen stelle und dann kriege ich die Antworten, weil die würde ich ja eh aus den Büchern holen. Ich würde ja eh zitieren und Bücher lesen und so weiter. Und ist es dann nicht sozusagen, muss da nicht die gute Frage und das gute Arrangement und so weiter bewertet werden, oder was wird dann bewertet? Mhm. In meiner Erfahrung ist so, das ist der Problemkreis, also wie Texte entstehen, wie wissenschaftliche Arbeiten entstehen, wie man das auffindet, wie man das bewertet, was sich vielleicht verschoben hat in der Produktivität des Wissenschaftlichen. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, also in meinen eigenen Erfahrungen mit ChatGPT, es ist unfassbar limitiert, was eine wirklich also gute wissenschaftliche Texte erzeugen würde. Also, und das Spannende ist, bei der Arbeit an meinem Vortrag,
Habe ich verschiedene Szenarien mal eingegeben und dann, also wie beim Prompten, immer wichtig ist, du musst halt eine klare Persona definieren. Also die KI muss wissen, aus welcher Perspektive sie spricht. Also man sagt, du bist Journalistin oder du bist Wissenschaftlerin oder du bist Astrophysikerin. Also man muss eine Persona genau bestimmen und dann muss man auch die Kriterien bestimmen, man muss die Ziele bestimmen. Also man muss sehr, sehr viel machen. Auch die Temperatur, soll es ein progressiver oder ein konservativer Artikel sein? Diversity Panel ist total wichtig. Aber eben auch das Targeting und auch die Selbstüberprüfung. Also hier, man gibt den Text, also den ChatGPT produziert, ChatGPT vor und sagt, verbessere den, finde die Fehler. Und das funktioniert alles so, ja. Und dann ist es mega interessant, wenn man das macht. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist also im Ausprobieren rausgekommen. Also ich gebe dann ein, nenne mir relevante Artikel zum Thema XY. Also ja, also meine Beispielfelder waren Journalismus, Film und PR. So, also was verändert sich sozusagen durch den Einsatz von KI? Und super interessant war, jedes Mal, wenn ich nach Literatur gefragt habe, war 95% gefakte Literatur. Literatur, die es nicht gab. Und dann hat man Autoren genannt, die es nicht gab, Titel genannt, die es nicht gab, aber in Magazinen, die es gab. Und das ist eine völlig irre Erfahrung gewesen. Also so ein Fake-for-Real-Moment, wo man denkt, alright, alright. Und das ist nicht nur bei wissenschaftlichen Quellen so, das ist bei journalistischen Quellen so, das ist bei, wenn du medizinische Angaben machst und so weiter. Das ist völlig verrückt, also wie die KI lügt, fantasiert oder Und ihre ohne Kenntlichmachung, Lücken ohne ohne jegliche Kenntlichmachung. Form der Kenntlichmachung, ja. Ja, und das ist sozusagen sehr, sehr interessant. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt so ein anfänglicher Entwicklungsstand, das wird in einem Jahr nicht passieren, aber ich finde, dass es sozusagen eingeschrieben ist. Also, dass Das sozusagen wollte ich gerade sagen. Es ist ja ja. aufwendiger, Ja. etwas generieren zu Ja. lassen, Ja. sich was ausdenken zu lassen für die KI, als zu sagen, ich habe keine Quelle dafür gerade. Absolut. Oder was auch immer, was auch immer der limitierende Faktor da wäre, statt den Ja. offen zu legen. Ja, finde ich Ja, und auch. dann der Allgemeinheitsgrad, den findest du immer wieder. Also klar, je besser du promptest, desto konkreter wird es, aber letztlich da rede ich über jetzt meine Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich 50 und 60% allgemeine Floskeln. Also du nimmst, der Prompt wird aufgenommen, also so wie man das in Interviewsituationen macht. Das heißt, also Interviewer in Radio, Fernsehen, wenn ich das mache, stellen mir eine Frage und es ist natürlich klar, dass ich die Frage aufgreife in der Beantwortung der Frage, weil die Zuhörerin, die Zuschauerin ja die RedakteurInnen nicht sehen und die Fragen nicht stellen und so weiter. Also das normale, was du so machst, ja. Und das Gleiche ist eben dabei. Du formulierst einen Prompt und fast die Hälfte der Antwort besteht mit allgemeinen Phrasen, die den Prompt nochmal wiederholen, ja. Und das ist auch interessant. Also und da gibt es also jetzt viele, viele andere Beispiele. Da können wir jetzt also im Detail riesig drüber sprechen. Interessant ist es, wenn du Texte vorgelegt bekommst von Studierenden und dann ein Gefühl hast, wo du sagst, so, boah. Also das, also dann, also wie gehst du ran als Wissenschaftler hin? Du schaust dir zum Beispiel die Konsistenz des Textes an. Also jemand hat ein Schreibniveau A, das ist dann sehr, das kritisiert man sehr stark. Und dann fällt es auf einmal in einen Text, der fehlerfrei ist. Nicht nur formal, sondern auch argumentativ ganz anders funktioniert. Die Sprache ist komplexer, also das Sprachniveau ist geändert und so weiter. Und dann sagst du, okay, hier stimmt was nicht. Und dann kann man immer sagen, okay, hat er was aus dem Buch übernommen, hat er sich was schreiben lassen und so weiter. Und dann findest du aber schon, also es ist, glaube ich, schon, je öfter ich das nutze und seit einem Jahr auch sehr intensiv mich damit beschäftige, ich habe das Gefühl, ich höre den Sound von ChatGPT. Ich habe einfach das Gefühl, ich höre den Sound Die raus. Erfahrung habe ich auch. Ja, ne, 100 also, Prozent. 100 genau, Prozent. und da ist man durch, okay, ja, da brauche ich jetzt keine Plagiatssoftware, dann verlasse ich mich mal auf mein Gefühl, auf meine, also Professionalität. Ich bin jetzt seit 24 Jahren, also arbeite ich an Hochschulen, vorher habe ich noch studiert, aber ich habe jetzt Erfahrungsschatz im Umgang mit Texten, so von Studierenden mit eigenen Texten und so weiter. Und das merkt man schon. Interessanterweise, und das ist sozusagen Change, also ich glaube, also, genau, um vielleicht das abzuschließen, ich glaube nicht, dass du hervorragende wissenschaftliche Texte über KI schreiben lassen kannst. Jetzt noch nicht. Ob es das irgendwann mal geben wird, wird man sehen. Das glaube ich nicht.
Es ist was für Routinearbeiten, für geistige Routinearbeiten, Recherchen oder du schreibst mal einen Pitch-Text als Journalistin für einen Artikel und so weiter. Du machst Fehlerbehebung, ne, Rechtschreibung, Zeichensetzung. Du veränderst was, also so Vorschläge, wie kann man es umformulieren. Das habe ich auch mit meinem aktuellen Buch einfach mal Trial and Error. Hier habe ich einen Absatz reingetan, formuliere mir den um, formuliere den besser. Da kommt immer mal was Gutes bei raus, also gut im Sinne von, okay, ja klar, also mal die Verben weg, das, ne, das Adverb, Adjektiv raus, bla. Also da kommt immer mal was raus. Also für solche Themen kann man es nutzen, kann es auch helfen, wenn man es möchte und so weiter. Aber es kriegt keine komplexen wissenschaftlichen Texte hin. Und auch keine, vielleicht im Journalismus ist nochmal eine andere Baustelle, das kann man diskutieren, aber du kriegst auch für mich keine wirklich komplexen journalistischen Texte mit der KI hin. Und da ist eine Grenze erreicht. Und das fällt dann auf und ja, das wird entsprechend bewertet. Der Nachweis ist natürlich schwieriger in der Wissenschaft, wo du sagen kannst, das ist ein Plagiat. Wenn du keine Plagiatstelle, nicht eine Plagiatsoftware findest, sondern sagst, hey, also da ist deine Sprache da, da ist sie da. Und entweder hat das jemand für dich geschrieben oder du hast es schreiben lassen. Ich höre hier einen Sound von. Juristisch gesehen kommst du damit nicht durch. Also wenn du da einen Studierenden Interessant. durchfallen lässt, wirst du juristisch im mit der höchsten Wahrscheinlichkeit nicht durchkommen. Okay, interessant. Lass uns da gleich einhaken. Ich muss so eine Parallele noch ziehen, weil ich finde, das, was du sagst, wenn man öfter mit den KIs sich auseinandersetzt, bildgebend oder auch für Texterstellung. Du hast es schon gesagt, man hört den Sound raus. Und das kann ich nicht aus dem wissenschaftlichen Hochschulkontext, sondern aus dem Marketingkontext vor allen Dingen auch komplett unterschreiben. Also er ist eine absolute Freakshow der Adjektive immer, die Ja, stattfindet. Nach total, wie total. vor, ich empfinde das als sehr, also geht ja mittlerweile auch auf Deutsch, dass du dir deutsche Texte prompten lässt, aber die sind vom Temperament, vom Excitement-Level wahnsinnig Ja, US-amerikanisch, finde ich nach wie vor. total, Also du, total. es ist immer der herausragendste, exzellenteste, hervorragendste, whatever, den du dir vorstellen kannst. Es ist Ja. wirklich mit der großen Kelle immer drauf gebuttert. Das finde ich sehr, sehr ja, problematisch. Ich habe verschiedene Sachen irgendwie ausprobiert. Ja, aus meiner Erfahrung, was sehr gut funktioniert, ist jetzt vor allen Dingen für, ich sag mal, Marketing-Teams oder Menschen, die irgendwie selbst in ihre Kommunikation reingehen wollen. Und eine der Hauptprobleme, die ich kenne, zumindest für interne Marketing-Teams oder Leute, die Solopreneure sind, die alles selbst machen müssen. Ich muss WhatsApp-Newsletter, Newsletter schreiben, Tweets raushauen, egal was, LinkedIn-Beiträge, dass jedes Format natürlich so einer eigenen kleinen Logik, Aufbau, Struktur folgt, um in der jeweiligen Nische, in zum Beispiel dem sozialen Netzwerk oder woanders den Algorithmus bestmöglich zu bedienen. Und dafür finde ich, ist es ein hervorragendes Tool, um zu sagen, bitte schreib mir mal einen SEO-optimierten Beitrag, einen Clickrate-optimierten Newsletter und so weiter. Und dafür ist es Total. sehr, sehr gut. Genauso schnelle Recherchen, wenn es Richtung Technologie geht, was sind die Ja, absolut. besten Keywords für Thema XY? Da habe ich wiederum ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, Ah. absolut. Absolut. Aber das ist genau, aber das muss man auch sozusagen jetzt noch sehen. Und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass sich das in der nächsten Zeit schnell ändern wird. Weil es hat eine Limitation von Spontanität des Denkens, von einer Differenziertheit der Argumentation. Dann hast du vollkommen zu Recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, interkulturelle Unterschiede. Ich finde das immer, wenn ich in Amerika war, unfassbar anstrengend, wie schnell ich zu meinem fantastischen Charakter, meine große Persönlichkeit und dann dieses überfreundliche, überpositive. Genau Awesome. das, also das ist ein super awesome, das ist so Awesome. awesome, so ja. Und da wird man ja, muss man zumindest, also ich werde immer in Amerika nach einer bestimmten Zeit zum Misanthropen, weil ich einfach keinen Bock, ja, nein, ich habe, also das ist, ich mag auch dieses Game nicht, weil es bedeutet ja nichts. Das ist ja der Witz in Amerika. Du kannst die größte Persönlichkeit sein, am anderen Tag kennt dich keiner mehr. Oder will, hat mit dir nichts mehr zu tun, ruft dich nicht, also so, und das ist, und das hört man raus. Und ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird oder dass es da sozusagen also auch eine interkulturelle Sensibilität gibt. Aber hier funktioniert immer Sensation Seeking. Alle machen das. Es ist so wahnsinnig. Es ist so wichtig, so einschneidend und so weiter. Und was wir machen, alle, ist mehr oder weniger stümperhaftes oder halb professionalisierte Anwendung. Das ist genauso, wenn Studierenden immer auch einen Konfliktpunkt nutzen halt total viel Social Media. Und ich sage immer, Leute,
private Social Media Nutzung, auch wenn ihr vielleicht viele Abonnenten habt, ist nicht professionelle Social Media Nutzung. Wenn ihr das wirklich einsetzen müsst, um so, das ist vielleicht eine gute Voraussetzung, weil ihr einfach viel Erfahrung habt, ihr wisst, was Trends sind, ihr könnt Filter benutzen, ihr wisst, wie ihr, also welche, was gerade angesagt ist und so. Ne? Da gibt es ja immer wieder den nächsten anstrengenden Hype. Also ich habe mir noch nie so Öhrchen aufgesetzt, das ist vor anderthalb Jahren mal so, weil alle hatten so lustige Öhrchen auf und dann hatte man so ein Schild, wer bin ich, wenn und so weiter. Das funktioniert dann, alle finden das total sweet und sympathisch und lustig. Das liegt vielleicht an meinem hohen Alter, dass ich da einfach raus bin, aber das musst du schon beherrschen. Ne? Also das musst du schon irgendwie so, aber das ist alles noch nicht professionell. Und das Gleiche ist, dass die, dass es eine Technologie gibt oder eine KI gibt, die wir alle nutzen können, wie ChatGPT, heißt eben noch lange nicht, dass du das Handling begreifst. Nur weil du ein paar Dinge eingibst und Ergebnisse bekommst. Und das ist sozusagen etwas, was ich sozusagen, das ist sowas, wie man über ein Deep oder ein Dark Web spricht. Ich würde eher über Deep Web sprechen, um es nicht zu kriminalisieren. Es ist so ein Deep KI, da kommen wir ja nicht im Entferntesten hin als normale Userinnen, die noch nicht mal Programmiersprachen können. Die gar nicht wissen, wie setze ich den Algorithmus auf? Also ich spreche die Sprache des Algorithmus nicht und ich spreche die Sprache des Digitalen nicht. Aber ich denke, ich bin super Userin, weil ich eben so Pavlov-mäßig oder so mit der Bedürfnispyramide von Maslow Bedürfnisse generiere. Und das ist ja sowas, wo ich immer, also entschuldige vielleicht die Drastik, aber hart kotzen muss, wenn mir PR-Menschen, das war jetzt keine ernst gemeinte Entschuldigung, ich meine, ich wollte es nur abmildern. Das lieb, dass du sagst, ist okay, ist gut, danke, Marc. Nein, aber das ist immer dieses, oh, es ist alles so, es geht alles um diese Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse, wir müssen immer auf die Bedürfnisse eingehen und auf die Bedürfnisse einzahlen. Und das ist so, oh, ich kriege immer Gänsehaut, Allergie, Aggression, wenn mir jemand was von Bedürfnissen erzählt. Oder so eine vulgär psychologische Überführung von dann auch in die Zielgruppen, die haben diese Bedürfnisse. Und du musst zuerst die Bedürfnisse bestimmen, sonst kannst du gar nicht. Das ist so weit weg von dem, worauf es ankommt, um wirklich einen Impact haben zu können, auch nur im Entferntesten auf KI, wie nichts anderes. So, man denkt, man ist voll im Lead, aber man ist so weit von Leadership entfernt. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant. Also daran sieht man auch, und ich wundere mich, warum viele, viele Dinge erfolgreich sind, eben auf so einer Ebene, weil sie eigentlich nichts mit Digitalität zu tun haben oder mit KI zu tun haben, dem, was wirklich dahinter steckt und so weiter. Und im Endeffekt, das glaube ich so, so ein Schattenboxen ist, was die Macht von denjenigen mehr stärkt. Ich meine das überhaupt nicht für, natürlich verschwörungserzählerisch, sondern einfach sozusagen auf der Ebene von, weil Transparenz und Offenheit ist das, was fehlt. Radikal fehlt. Ohne Transparenz und Offenheit haben wir keine Einblicke, wissen wir gar nicht, wo wir genau drüber reden. Dann fehlt uns die Kompetenz, also die Sprache des Digitalen oder die Sprache der KI, also wer spricht Programmiersprachen, wer lernt das, wo lernt man das und so weiter. Ich meine, das muss in jede Grundschule. Ab der Grundschule muss man eigentlich programmieren lernen. Also alle von uns, ohne Ausnahme, jeder programmieren. Das ist die nächste Sprache, nicht die, nicht noch eine Fremdsprache zusätzlich, sondern das ist die Fremdsprache. Fremd einfach im Sinne von die Technologie ist etwas, was nicht wir sind und so weiter, also etwas Kultürliches. Und das müssen wir beherrschen. Wenn wir das nicht beherrschen, haben wir nicht wirklich einen Talk über KI. Ja. Wow, sehr, sehr viele Punkte, an die ich anknüpfen will. Vielleicht einen ersten Gedanken, den du so beiläufig erwähnt hast. Ich will an der Stelle einmal rein aus Sicht von Markenkommunikation und Aufbau. Ich verstehe, glaube ich, deinen Kritikpunkt an dem Thema Zielgruppen und Bedürfnisse extrem gut. Auf der anderen Seite merke ich, wie wichtig es trotzdem ist, im richtigen Framing sozusagen über dieses Thema nachzudenken, weil sehr, sehr viele als Sender in der Kommunikation, gerade wenn es jetzt im Bereich, sagen wir mal, Marketing, Vermarktung, Markenkommunikation, wie auch immer davon ausgehen, so, aber wir haben doch das beste Produkt, wir wissen das doch, es reicht doch, wenn ich es hinstelle. Es sieht doch jeder, dass das besser, schneller, schöner, wie auch immer ist. Und deswegen dieses Thema, die Deutung mitzudenken oder sich richtig zu verstehen, was eigentlich Menschen interessiert an, egal ob es dein neues Buch ist, ob es Studierende an dem Kurs sind oder so, dass du über das Produkt und die Features sozusagen des Angebots hinausgehst,
warum will jemand überhaupt in Interaktion treten damit? Nicht das Hobbypsychologische, glaube ich, so habe ich dich gerade verstanden, aber nichtsdestotrotz nicht, also ich kann es nicht komplett verteufeln, sozusagen die Auseinandersetzung mit Bedürfnissen von Anwenderinnen. Also erstmal, Marketing-Mitarbeiterinnen sind zynische professionelle AkteurInnen, weil sie, egal ob sie Butter oder Bücher vermarkten, sie benutzen die gleichen Tools. So, und sie benutzen immer wieder die gleichen Tools, weil sie sind natürlich überhaupt keine Experte. Wenn ich ein neues Buch schreibe, ich habe bin gerade beim letzten Buch bei Reklam, neues Buch ist bei Reklam, tolles Team, auch tolle Marketing, wundervolle Menschen, die sehr an den Büchern, an den Themen, an den Autorinnen arbeiten. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber letztlich ist die Aufgabe, Marketing zu machen, egal welches Produkt, mit den immer gleichen Tools oder den neu dazukommenden Tools und so weiter in die Welt zu bringen, nach Zielgruppen, die definiert werden müssen. Also ich mit 50 Jahren schreibe primär für Boomer, also die Generation vor mir. Das wird festgelegt, weil die kaufen noch Bücher, die interessieren sich vielleicht für die Themen. Ich bin nicht mehr fresh oder glaubwürdig genug für 20-Jährige und so weiter und so weiter. Und dann macht man das ja, was machen wir denn? Ah ja, Social Media, die Leute haben Bedürfnisse, was wollen sie? Sicherheit, Orientierung, Glück, Excitement, bla. Und es ist einfach so eine leere Zahl von Themen, die, also, weißt du, was ich meine? Bin ich bei dir, Markus, aber wenn das der Vorschlag ist, darfst du direkt Bullshit sagen. Darum geht's nicht. Sondern es muss genau das, was du sagst, die Auseinandersetzung damit sein, wer liest warum zu deinem Thema. Also sie müssen aus dem Kapitel das richtige Wissen saugen, so hey, hast du schon mal so über Streaming zum Beispiel nachgedacht? Genau. Also, genau das wenn Verlage veröffentlichen viele Bücher im Jahr, die Marketingabteilungen müssen für viele Bücher Marketing machen, dann gibt es welche, wo man sagt, okay, da steckt viel Geld drin, das sind so Spitzentitel, dann gibt es die normalen Titel, die nicht Spitzentitel sind und so weiter. Man hat einfach viel Content, den man machen muss und kann es gar nicht so tief reingehen. Wenn man so tief reingehen würde und dann auch noch sozusagen eine Zielgruppenansprache machen würde mit den Mitteln, der Technologie mit KI und so weiter, die also wirklich dann eine Personalisierung hin erzeugen und so weiter. Alright, aber weder Zeit noch Geld noch Kapazität, also Ressourcen realistisch gesehen, hat man. Ja, ja. Und das ist das Problem. Und dann muss es sozusagen so ein Schablonenwerk, Matrizenwerk sein. Ja. Und wir haben ja auch beide zusammen auch schon Marketingkurse gegeben. Also, also weißt du ja, auch zum Thema eine höhere Mächte, zu eurem Gin und so. Ja. Und da gibt es immer tolle Ergebnisse auch von Studierenden, die sich reindenken, reinfuchsen, die aber exklusiv Zeit haben, dann über 15 Wochen hinweg wirklich einen Deep Dive zu machen. Aber den hast du in der Praxis nicht. Du hast keine 15 Wochen, die du irgendwie reinsetzen kannst, um irgendwie das, also so. Und wenn du dann natürlich Momente hast, wie also Technologieentwicklung, das neue iPhone ist immer das neue iPhone, ist immer geil. Also so, da hast du schon mal eine Hürde genommen, wo die Leute gar nicht mehr über Bedürfnisse, da geht es nur noch darum, will ich haben. Warum? Es hat vielleicht 2, 3 Feature mehr. Also es ist voraus, aber ich will es halt haben, weil es jetzt alle, so. Da bist du über diese Hürde weg. Genau, aber das sind halt so Love-Brands, diese in einer anderen Liga. Aber ich will gar nicht, auch wenn das ein wichtiger, guter Punkt ist, aber ich will unsere wichtige Zeit mit dir gar nicht über so ein Marketing-Tool-Quatsch reden, Markus. Ich will abschließend vielleicht einen Appell an alle, die zuhören und darüber nachdenken. Ich glaube, gerade wenn man mit den Voraussetzungen startet, die auch du auch kurz geschildert hast, ich glaube, es ist dieser Moment des Innehaltens wichtig und sich zu überlegen, ey, ab welchem Zeitpunkt hilft mir ein Tool etwas oder wann fütter ich nur für Zuckerberg eigentlich die Maschine? So blöd und plakativ das klingt, ich kenne echt viele Unternehmen, die einfach nur posten, der Menge halber, weil man das halt so macht, weil das so die Algorithmen und die Regeln sind und damit eigentlich nur diese Maschine füttern und selbst gar nichts davon haben. Also wenn der Ethikrat, das ist ja genau die also Haltung vom Ethikrat zu sagen, pass auf, wann ist KI-Nutzung produktiv? Sie ist produktiv, wenn sie menschliche Fähigkeiten potenziert. Das heißt, also wie entwickle ich eine differenziertere Kreativität in der Nutzung von KI? Wie werde ich effektiver in der Nutzung von KI? Beschleunige ich etwas? Wie werde ich differenzierter? Wie werde ich vielleicht sensibilisiert für interkulturelle Unterschiede? Wie werde ich sensibilisiert für intersektionale Themen und so weiter? Also, wenn die Fähigkeiten, die ich habe, intellektuell, emotional, gestalterisch, was auch immer, wenn das sozusagen erhöht wird, und das ist ja das Gute auch bei
Beispiel bei Midjourney oder wenn du Photoshop hast du genannt. Du musst dich einfach reinwerfen. Genauso wenn du eine Keynote machst. So, ich weiß noch ganz am Anfang, als PowerPoint aufkam, waren das immer die bösen Kolleginnen, die PowerPoint früher benutzt haben an der Uni. Und ich war total so, ja, ist doch lächerlich. PowerPoint ist doch albern. Das ist doch so Unterhaltungsprogramm. Es ist schon hier so. Und ich war einfach so, weil ich es nicht gemacht habe, nicht ausprobiert habe, weil ich es nicht konnte. Ich war einfach arrogant, überheblich, so Anfang der Nuller war es, Anfang der Nuller Jahre. Und da war eine Kollegin da, die hat dann das total gut schon gemacht. Also zurück, ne, in die Nuller Jahre, also Anfang und so weiter. Ja, und auch mit den begrenzten Möglichkeiten, die du hattest. Ja, da war ja noch nicht so groß mit Video und Audio. Mhm. Und ich könnte mir heute gar nicht vorstellen. Ich bin ja jemand, der schon ganz lange, bestimmt 20 Jahre kein Skript mehr benutzt hat für irgendwelche Vorträge und so weiter, sondern ich habe entweder weiß ich, worüber ich rede, ich hatte dann so Stichpunkte auf so vagen Zetteln, aber ich habe sehr früh angefangen, einfach nur Präsentationen zu nehmen. Und das war dann sozusagen mein Karteikartending, da waren dann Bilder, da waren ein paar Stichworte drauf und dann habe ich halt erzählt. Und ich habe total gut über Präsentationsprogramme einfach frei sprechen gelernt. Also auch kultiviert und so weiter. Ich könnte es mir halt überhaupt nicht mehr vorstellen, so, ja, es anders zu machen. Ich habe bestimmt über, sag mal, Schnitt, Audioschnitt oder Videoschnitt, also in meinen rudimentären Formen, ich dachte, ne? Also nicht so wie du oder so, aber ich habe es einfach gelernt, indem ich es gemacht habe und ich musste es machen. Ja. Mit Photoshop genauso. Und das ist das Coole zu sagen, also du hast eine riesen Kompetenzschulung, wenn du dich darauf einlässt, einfach Techniken zu lernen. Und das ist großartig, Kompetenzen zu erhöhen. Und du auch wenn du so ein Word einfach nimmst, wenn du wirklich alle Funktionen mal so durchgehst in so einem Word-Dokument oder wenn du Pages ist ja, ne, so was du auch nehmen willst, aber du kannst dich nur voranbringen, wenn du dich darauf einlässt. Ja. Der Nachteil ist, und das erlebt man sehr stark in der Lehre, also das hast du auch in künstlerischen Feldern, etwa in der Musik, dass viele Studierende sagen, warum soll ich denn zu einer Vorlesung kommen, wenn ich etwa wie bei der Musik Tutorials habe? Also, oder viele Studierenden sagen mittlerweile auch, und das muss man also in den Fächern, in denen ich zumindest unterwegs bin, das ist ja auch limitiert halt, ja, sagen, naja, eigentlich die Hälfte unseres Studiums könnten wir uns sparen, wenn wir uns Tutorials anschauen, wenn wir uns irgendwelche Wissensnuggets digital holen und so weiter. Und wir brauchen eigentlich nicht mehr dieses Moment der Begegnung mit. Also das brauchen wir auch noch für bestimmte Dinge. Wir brauchen auch noch eine Hochschule. Aber im Endeffekt lieber digitale Wissensnuggets, die wir dann nutzen können, wenn wir wollen. Also wie Serien, wie Filme und so weiter. Und da verändert sich auch wiederum was und so weiter. Das wird auch für Hochschule sich noch stärker verändern. Das wird auch die Institution noch mal stärker beeinflussen. Weil heute ist, wenn wir über, das haben wir auch immer wieder bei mir an der Hochschule regelmäßig, wenn wir über Tage, wir haben so verschiedene Tage der Lehre und auch dann nach so Weiterbildungsgeschichten, die wir alle machen müssen, 3 bis 4 im Jahr müssen alle Kolleginnen machen, also Professorinnen bei uns. Und da merkst du schon so, dass keines dieser Themen ohne was bedeutet KI für den wissenschaftlichen Alltag, für die Lehre, für die Forschung und so weiter. Also das ist einfach so dran gesetzt und da sieht man einfach den Impact, den nicht mehr wegzuschiebenden Impact. Aber für die intellektuelle Tätigkeit, vielleicht bin ich da aber auch die alte Generation, die das glauben muss, um sich selbst zu rechtfertigen, kriegst du es nicht ersetzt, du kriegst es nur unterstützt. Ja. Wenn das so ist, dann gehöre ich auch zur alten Generation. Ich wollte nämlich als nächstes, oder das wollte ich ergänzen, gar nicht so weit drauf eingehen, aber das wollte ich ergänzen, weil was du gerade sagst, ist so ein Phänomen, ich kenne das zumindest aus angewandten Gestaltungsthemen, wie zum Beispiel Design. Immer dieses große Thema manchmal mit Inhouse-Kollegen in der Startup-Szene, auch ganz interessant, Startup-UnternehmerInnen, die natürlich sowieso aus Mangel an Budget alles selbst machen müssen. Und es gibt natürlich niederschwellige Angebote für Design. Es gibt Canva, was so eine Art rudimentäres Designprogramm ist online, da kannst du Folien zusammenschieben mit sehr limitierten Gestaltungsmöglichkeiten, vielen Vorlagen, Templates, die du dann teilweise auch bezahlen musst und so, also sehr schlau aufgesetzter Marktplatz. Und das gibt es für viele Bereiche, Bildbearbeitung, Design, Präsentationen und so, wahrscheinlich auch in der Musik. Aber all das macht natürlich die AnwenderInnen nicht zu Designern. Aber das ist, was, worauf ich sehr großen Wert lege. Deswegen halte ich das auch für Bullshit zu sagen, ich könnte das Musikstudium durch Tutorials ersetzen. Also das widerspricht ja dem kreativen
Akt an sich, genau. Also dann kannst du ja irgendwie das Bedienen von Interfaces, der handwerkliche Teil, der ist wichtig. Ja. Aber das ist ja nicht dein Ausdruck, das ist ja nicht das kreative Potenzial, das du lernen musst zu heben. Auf der anderen Seite, und dann, das wollte ich noch ergänzen, du hast natürlich diese Convenient-Software-Dinge, die vorgaukeln, ja, Design ist accessible, zugänglich und so weiter. Und dann hast du Boutique-Sachen. Auch, um bei dem Beispiel Musik zu bleiben, also im Design wäre das sowas wie Photoshop oder so, obwohl das jetzt nicht wahnsinnig teuer ist. Das ist dann eher die menschliche Design-Komponente. Das ist genau wie bei Musik, nämlich GarageBand, was per se einfach installiert ist, oder kaufe ich mir irgendein teures, was weiß ich, Logic mit verschiedensten Plugins, wo ich sehr genau wissen muss und sehr genau ästhetische Geschmacksfragen und kreative Möglichkeiten habe, um das zu bedienen. Und ich glaube, sowas Ähnliches wird passieren mit KI. Deswegen bin ich voll bei dir. Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Programmieren muss eigentlich Grundschulsprachunterricht sein. Und diese Auseinandersetzung damit muss stattfinden, weil sonst splittet sich's auf in, habe ich Profi-Tools oder halt diese Anwender-Billo-Programme. Ja. Absolut. Ja. Ich habe noch ein letztes Thema. Ich will deine Zeit nicht überbeanspruchen, aber ich habe noch ein letztes Thema. Das ist weniger eine Frage als vielmehr eine Beobachtung, über die ich mit dir sprechen will. Und zwar, natürlich arbeite ich gerade viel auch mit meinem Team und den Leuten, die mich unterstützen, mit bildgebenden generativen KIs. Und wenn man das jetzt zuspitzen will, beziehungsweise mit dem Kunstkollektiv haben wir es auch schon, weil wenn man sich dann wirklich freier damit auseinandersetzt, zieloffener damit auseinandersetzt, sich tagelang in solchen Prompts verlieren kann, dann hatten wir manchmal das Gefühl, diese bildgebenden KIs könnten fast so eine Art von einem Zugang zu so einer Art kollektiven Unterbewusstsein sein, weil du Sachen anzapfen und triggern kannst, die du bedingt steuerst und bedingt nur das Ergebnis hast. Lass mich ein ganz triviales Beispiel geben. Wenn du ab spätestens Mitte Oktober in Midjourney bittest, ein Haus zu rendern, dann stehen dort ausgehöhlte, mit Kerzen bestückte Kürbisse davor. Wenn du sagst, mach mir mal ein Bild von, was weiß ich, einer Kürbissuppe oder ein Rezeptvorschlag, dann schwimmt da ein Auge drin. Also es ist ab Mitte Oktober alles hardcore auf Halloween getrimmt. Ob du das eingibst oder nicht, im Gegenteil, du musst aktiv das rausrendern. Also das heißt, irgendwie nehmen die, das ist natürlich algorithmisch jetzt nicht besonders spannend, die Häufung der Suchanfragen und so weiter, das kann sich jeder vorstellen. Aber ich finde das so interessant, weil wir kurz Filterblasen streiften als Thema und vor allen Dingen halt dieses Thema nochmal vom Anfang, Gewohnheiten, digitale Biografien. Und die werden aber plötzlich zu so einer Art kollektiven Biografie auch und sagt, ey, renne mir mal bitte eine schöne Küche, weil ich, was weiß ich, mein Interior Design planen will. Und da ist plötzlich Halloween-Deko mit drin oder Michael Myers steht in der Tür oder sowas, weil halt zufällig Halloween ist. Diese Beobachtung habe ich irgendwie mehrfach jetzt schon gemacht und ich habe mich gefragt, wie du das einordnest aus deiner Erfahrung mit digitalen Medien und auch Algorithmen und so. Was du dazu sagst. Ja, also ich glaube nicht, also ich würde es nicht als kollektives Unterbewusstsein wahrnehmen, weil das eine tiefenpsychologische Ebene hat, die es meines Erachtens nicht hat. Es ist einfach ein Beispiel für eine Redundanzmaschine. Medien sind Redundanzmaschinen und Medien limitieren den Menschen auf wenige grundlegende Aspekte. Und im Musikjournalismus ist zum Beispiel, das ist ein anderes Beispiel, aber nur um es zu veranschaulichen, so Musikjournalismus lebt von Jahres- und Todestagen, Jubiläumstagen und so weiter. Ein Großteil ist halt so. Und die Gesellschaft lebt nach ritualisierten Kontexten. Es gibt Weihnachten, obwohl natürlich unsere Gesellschaft nicht primär christlich, also sie hat noch den christlichen Impact, aber es ist ja viel vielfältiger, es sind viel mehr Feste und so weiter, die nicht Weihnachten sind und so weiter. Aber unsere Gesellschaft orientiert sich nach Weihnachten, dann gibt es Halloween, dann gibt es Ostern, gibt es in die Supermärkte und dann, wann ist schon wieder die Spekulatius-Saison, jetzt habe ich schon Osterhasen gesehen. Also so, und ich glaube, das ist nichts Außergewöhnliches, es ist dann Midjourney, ab Oktober Halloween einbaut, dann bist du um Ostern um irgendwelche Osternkram haben und so. Und das hat so das Gefühl von Vertrautheit, also Redundanz erzeugt Vertrautheit, wie früher immer
8 Uhr ist Tagesschau. Dann sitzt man um 20 Uhr davor und es geht genau bis Viertel nach, keine Minute länger und so weiter. Und das ist dann ein Vertrauter, das ist dann ein Medienritual, das ist dann domestiziert, also man weiß das, man kann es kontrollieren und so weiter. Und so funktioniert eben das Moment auch. Das heißt, man hat keine Kontrolle über die digitale Evolution, man hat keine Kontrolle über die Evolution der KI. Und so schafft man über Redundanz und Vertrauen das Gefühl, alles ist gut. Ich hab's im Griff. Wir alle sind miteinander verbunden, weil hey, Halloween. Und das ist so eine Illusionsmaschine, die ich eher unfassbar, also auf einer Seite extrem langweilig finde. Also mich würde das sofort wegschrecken. Ja, wo ich mit Halloween als Fest etwas anfangen kann. Beziehungsweise ich das, also das gerne mag, also nicht nur die Filmreihe, sondern eben auch sozusagen, ne, so dieses freaky Ding. Für mich ist Halloween eine Form von Karneval, mit der ich was anfangen kann, obwohl ich den normalen Karneval gar nichts anfangen kann. Und da darf man sich nicht blenden lassen. Und das ist für mich eher so etwas Rückschrittiges, beziehungsweise etwas wahnsinnig Innovatives, dass das vorkommt. Genau. Genau, und also das wäre für mich nämlich der interessante Aspekt daran, wenn du von dieser Redundanzmaschine sprichst oder von ritualisierten Kontexten. Das war ja in der Mediennutzung, hat das ja eine bestimmte Methode gehabt oder bestimmte Sachen verfolgt, die jetzt aber total kontraproduktiv sind, weil wir jetzt in der kompletten Idealisierung gelandet sind eigentlich und nicht aktiv etwas rausfiltern muss. Absolut. Aus einem Ergebnis. Insofern, ich finde das interessant, wie sich das umgedreht hat. Unser Anspruch als NutzerInnen sich eigentlich komplett verändert hat. Insofern, ich bin mal gespannt, was die Sweet People nächstes Mal rendern oder filtern müssen oder sowas. Ja. Ganz gut. Markus, mein Lieber, bevor wir Richtung Ende abbiegen, lässt du dich zu irgendeiner Form der Prognose hinreißen? Egal in welcher Dimension, was meinst du, was wird passieren oder uns erwarten oder zumindest dich ganz persönlich im Berufs- und Privatleben mit KI erwarten? Ich bin ja oldschool in dem Sinne, ich werde meine Bücher nicht von der KI schreiben lassen, wir werden unseren Podcast nicht über die KI laufen lassen. Ich bin auch niemand, der Avatare von sich, lustige Avatare macht, die dann als Emojis oder so verschickt. Nein. Also ich habe für mich persönlich, also ich halte interessiert die Augen auf, nicht nur aus professioneller Sicht, sondern finde das sehr spannend, wohin sich sozusagen eine Entwicklung der KI hinziehen wird, was es mit einem selbst machen wird, was auch sozusagen Empfehlungsmomente sind, was Machtthemen sind und so weiter. Also mich interessiert das, ich werde das beobachten und so weiter, aber auf mein Tun, also mein eigenes Tun im Sinne von Texte schreiben, reden, mich präsentieren und so weiter. Das wird jetzt sozusagen nur, wenn es um Vermarktungsthemen gehen wird, vielleicht einen handlungsleitenden Einfluss haben. Es wird aber unsere Mediensysteme stark verändern. Also wir sehen das vor allem im Bereich, also nicht vor allem, aber im Bereich Film sehen wir das über sogenannte digitale Doubles von SchauspielerInnen, wo man dann sozusagen SchauspielerInnen filmt, sie reden lässt, sie handeln lässt, sie gestikulieren lässt und dann vielleicht nur noch einen Tag einstellt und der Rest macht sozusagen die KI. Also diese digitalen Duels sind dann die spielen und eingesetzt werden und reingesetzt werden und so weiter. Man hat dadurch weniger Einfluss gegenüber den Studios, die sagen, hey, willst du so Garden X nicht haben? Wir haben da ein digitales Google, dann setzen wir das halt ein. Also die Rolle der auch der Drehbuchautorin, wenn man sagen kann, hey, ich lasse jetzt über, also KI scannt die erfolgreichen Drehbücher durch und macht neue Drehbücher daraus. Also da verändert sich schon Kreativität und vor allem es verändert sich Macht. Also wer hat die Macht und wer spart ein und wie entwertet man eine Arbeit oder wie lagert man eine Arbeit aus und so weiter. Also da wird es dramatische Veränderungen auf jeden Fall geben und das nicht, und dann auch in der Musik, also Songwriting, Produktion und so weiter. Also man darf sich nicht täuschen, dass hier das, was immer so ad absurdum geführt wird, dass der Wert der Arbeit wird sich doch nicht verändern. Na, also es gibt in der Oxford-Studio schon Themen, also ich vor 2017, dass sich 47% der Arbeit bis 2050
also verloren geht, bei digital angeschlossenen, KI-angeschlossenen Jobs oder Jobprofilen und so weiter. Auf der anderen Seite werden sich so wie das Prompting, also PromterInnen, werden wahnsinnig an Macht, also Macht gewinnen, weil sie einfach total begehrte MedienarbeiterInnen sind. Also da wird sich wahnsinnig viel verändern in einer hohen Geschwindigkeit. Und wenn wir nächstes Jahr nochmal zu dem Thema reden, ob bei Fugengold oder egal wo, werden wir schon wieder in einer ganz anderen Zeit sein. Also man kann auch nicht sagen, Leute, so wie bei Generation X von Coupland, also ne, wie die drei Freundinnen, wir gehen an den Rand der Wüste und dann sind wir dann da und wir sind halt nicht mehr relevant in der aktuellen Welt. Ne? So ein tolles Buch kann ich euch allen empfehlen, nicht nur der Generation X, zu der ich gehöre, also der zwischen 65 und 80 geborenen. Das ist ein tolles Buch, auch heute noch Gesellschaft zu verstehen und You might not count in the new order, so ist der Satz aus Generation X, einer der vielen tollen Sätze. Dann ist es so die Frage, wollt ihr zählen, werdet ihr zählen, habt ihr Einfluss darauf und was sind persönliche Strategien, ist das eine, aber im Job ist man gefragt. Und auch wenn ich gesagt habe, hey, ich will KI analysieren und betrachten und so weiter, bin ich trotzdem jetzt genötigt, KI aktiv in meine Didaktik einzubinden. Ich kann nicht sagen nein. Also ich bin so, weil die Hochschule stellt sich darauf ein, die Hochschullandschaften stellen sich darauf und so weiter. Und das verändert eben viel. Das heißt, da bin ich gezwungen, da werden ganz viele von uns, auch in Sweet People, sind alles MedienarbeiterInnen oder in mediennahen Berufen und so weiter. Da kommt man nicht drum herum. Was man dann wiederum privat macht, ist die Frage, wie sehr kann man das trennen? Wie sinnvoll ist das? Und wie sehr kann man auch sagen, okay, manchmal muss man vielleicht auch akzeptieren können, zu sagen, ja, da bin ich jetzt halt draußen. Weil ich komme auch nicht mehr rein. Aber aus einem Mental Health Aspekt auch heraus, wirklich, um jetzt nicht ein neues Thema aufzumachen, aber einfach zu sagen, wenn ich vielleicht von einem Druck erdrückt werde, muss ich versuchen, den Druck rauszulassen. Ja, mich vom Druck zu entfernen. Und dann sagt, okay, dann gibt es eben andere Themen, die eben dadurch nicht so für Medienarbeiterinnen schlecht, aber was ist eine Ökologie des Selbst? Hört sich esoterisch an, ist aber einfach ganz wichtig. Und es reicht nicht, wenn man diesen schlimmen Begriff Digital Detox nutzt. Das ist immer nur Blödsinn. Ich mache jetzt mal für einen Tag mein Handy aus. Als ob ich 3 Wochen Urlaub hatte und so weiter. Das ist Bullshit, weil danach musst du die ganzen E-Mails abarbeiten, die Voicemails und so bla bla bla. Also das ist kein Weg. Ja. Punkt. Sehr schön, mein Lieber. Ich glaube, das ist für einen anderen Tag, aber ich glaube, dass parallel zur zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung, zumindest für die Entfaltung der Persönlichkeiten und so, wahnsinnig ein großer Trend, wahnsinnig stark ins Analoge geht, in Unikate von Objekten, von Momenten, von Begegnungen und sich da ein riesiges Feld, egal eigentlich in welchem Bereich, privat, aber auch beruflich auftut. Ich teste da ja auch verschiedene Sachen, wie du weißt, aus und das ist ein schöner Spannungsbogen, glaube ich. Aber dazu hoffentlich in unserem nächsten Gespräch, wenn ich dich mal wieder ins Mikro kriege für dieses Format mehr. Yes. Markus, danke. Du hast gerade schon eine meiner beiden Abschlussfragen. Du bist halt Profi und zum dritten Mal hier beantwortet. Ich frage immer, was die Leute hier inspiriert an Filmen, Büchern, Medien, Sendungen, Gesprächen. Jetzt hast du Gen X schon empfohlen. Willst du dazu noch was ergänzen, was du gerade irgendwie auf der Literatur- oder Schauliste hast oder so, was du den Sweet People im Kontext unseres Gesprächs natürlich empfehlen kannst? Sonst nehme ich dieses Buch von dir mit rein. Na, du hast einen Film, den ich letztens gesehen habe, der mich sehr begeistert hat, war Saltburn, aber das hat ja viele begeistert. Also nicht, weil ich ihn inhaltlich so stark fand, nie gesehen. Also ich fand es performativ stark und ich fand es ästhetisch stark. Und das hat mich jetzt nicht zu irgendwas getrieben. Also Generation X, als ich es gelesen habe, 91, als es rauskam, auf der Schule, das hat mich nachhaltig beeinflusst. Und manchmal ist es so, dass ich Tage habe, wo ich einfach auf den Buchrücken schaue und irgendwie dann rausgehe, weil das irgendwie
ich weiß nicht, mich nochmal erde oder mich irgendwie an den Rand der Wüste begebe, so nicht nietzscheanisch, sondern so. Soulburn war einfach so, es war einfach so ein Fest der Sinne, wo ich gesagt habe, ich lasse mich einfach mal farblich vom Setting her, vom Acting her, Darsteller so einfach durchströmen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, vielleicht ist das mal als zwei Punkte, die man mitnehmen kann, die einfach so total antidigital sind. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe übrigens mit dem Gedanken gespielt, ein kleine Creative Coffee Break nur zu diesem Film zu machen, weil er diese Retro-Welle gerade perfektioniert, von Textur, Typografie, dem 4:3 Format, dem Soundtrack. Aber dazu Sweet People an anderer Stelle mehr. Jetzt, Markus, letzte Frage. Worauf können wir uns freuen, abgesehen von weiteren Gesprächen von uns beiden in Fugengold? Was kann man bald von dir Neues sehen, konsumieren, lesen, reden, hören? Wow, bald ist im Oktober kommt ein neues Buch raus. Das heißt Keine Macht für Niemand. Also der Song- und Albumtitel der Tonscheine Scherben. Es geht um Pop, Protest, Politik aus der Perspektive von Solidarität und Widerstand. Die Geschichte der deutschsprachigen Popmusik von 1971 bis zur Gegenwart. Das wird kommen im Oktober. Hardcover, 300 Seiten bei Reklam erscheinen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich aber auch auf den Dark Art Club, der in eurem Studio stattfinden wird. Ja. Mit meiner wundervollen Partnerin zusammen werden wir euch den Teufel nach Hamburg bringen und den Teufel reisen lassen in Aufzügen. Darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich auf unsere, auch das ist gemeinsam, unsere 50. gemeinsame offizielle Fugengold-Folge. Wir haben ja schon viel mehr gemacht durch Special und so weiter. Das wird ein großes Fest, auch in eurem Studio sein. Also es sind so vielleicht drei Themen, die mich sehr begeistern, und ich warte dann immer noch darauf, dass wir beide eine Band gründen und einfach auch Musik machen, auch die keiner hören will, aber trotzdem Plattenvertrag bekommen, und zwar um wieder in Hamburg, Berlin zu bleiben bei Staatsakt. Das sind die Ziele, das sind die Wünsche. Schauen wir, wo das hinführt. Da kann man nur stay tuned dazu sagen. Markus, es war mir ein Fest. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Menschen, die hier zuhören, viele Denkanstöße mitgenommen haben, eine sehr coole Perspektive eingenommen haben, die für dich natürlich Alltag ist, aber ich glaube, für alle, die hier draußen irgendwie im Alltag in den To-Do-Listen schwirren, immer total toll sind, einmal kurz Vogelperspektive einzunehmen, mit anderen Kontextualisierungen sich zu beschäftigen, mit dem, wo man jeden Tag dran ist. Deswegen vielen Dank, mein Lieber. Ihr findet natürlich alles zu Markus, zu seinem Tun, zu seinem Machen in den Shownotes. Und Markus, ich sag mal, auf Wiederhören. Ja, auf jeden Fall, mein Lieber. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Sweet People. Ich freue mich auf Reaktionen bis irgendwann in dieser Welt. Sweet People, das war mein Gespräch mit Markus. Ich glaube, man merkt, dass wir öfter miteinander sprechen. Ich fand es extrem schön, wieder in diesem anderen Kontext, in diesem Podcast mit ihm zu sprechen. Ich finde, er gibt so wahnsinnig gute Impulse für alle Menschen, die eben nicht mehr an der Universität sind, vielleicht gar nicht an der Medienuni waren in ihrem Leben, einen anderen Blickwinkel. Wir sind, glaube ich, in unternehmerischen Kontexten, in kreativen Kontexten, im Alltag, wo ganz anders, wenn es um KI geht, wenn es um Anwendungen geht, um ganz pragmatische Probleme in der Nutzung im Alltag, jobbezogen, zielbezogen sozusagen, wenn wir mit diesen Tools arbeiten. Davon einen großen Schritt zurückzutreten, zu schauen, zu überlegen, was macht denn KI mit einer Gesellschaft, mit uns, mit unseren Biografien, mit unseren Daten. Wie gesagt, diese These mit den Drogen fand ich extrem, extrem spannend. Auch die These der Redundanzmaschine, KI, fand ich extrem gut. Und ich hoffe, euch hat das auch einige Denkanstöße gegeben. Egal, ob ihr jetzt Kreative seid und an einem Projekt damit arbeitet, einen anderen Blickwinkel auf eure menschliche Kreativität und Intelligenz gefunden habt, oder ob ihr wirklich UnternehmerInnen seid und sagt, hey, das sind spannende neue Impulse für meine Strategie, für meine Ausrichtung, für meine Haltung zum Thema KI. Wenn ihr mehr von diesem Podcast hören wollt, es gibt von vor 2 Jahren eine ganze Reihe von spannenden Interviews mit Kreativen, auch schon auf Deutsch. Es gibt jede Menge aktuelle englischsprachige Interviews. Die werden jetzt auch ab und zu im
in der Mischung wieder rauskommen. Ab und zu englische Folgen, die meisten auf Deutsch. Ja, ihr könnt zurückgehen, ihr könnt euch ganz, ganz viele Folgen anhören. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Markenaufbau, zum Thema Design und Storytelling, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben, könnt mich fragen, auf welchem Kanal auch immer ihr das hier jetzt gerade findet oder auf sweetspot-studio.com. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ein Neustart mit deutschen Episoden des Sweet Spot Podcasts. Ich bin regelmäßig wieder für euch da. Und in diesem Sinne, wir hören uns auf der süßen Seite. This podcast is produced by Sweet Spot Studio. New episodes each week, wherever you listen to your podcasts. If you enjoyed the show, leave a rating and subscribe to never miss an episode. Find out more at sweetspot-studio.com.